So, Freitagmorgen haben wir es. Heute Morgen lade ich jetzt erstmal den Bagger, der hier vorne steht. Der 936. Und er geht runter nach Rockenhausen. Irgendwie hundemüde. Recht spät und recht wenig geschlafen. Recht spät schlafen gegangen und recht wenig geschlafen heute Nacht. So. Naja, ist ja Gott sei Dank Freitag. Ist ja eh nie der längste Tag der Woche. Nee, Spaß. Den laden wir jetzt mal und dann mache ich rüber in den Hof und hängen noch einen Löffel dran. Ich sehe mein Heck nicht. Hängen noch einen Löffel dran und dann fahren wir den runter nach Rockenhausen. Nicht gesagt, wo der Bagger hingeht. Ich glaube nicht. Ne? Der geht nach
Bruckenhausen auf unseren NC-Platz, falls ich es noch nicht gesagt habe. Bin ich auch gleich, fahr gerade Bruckenhausen dort raus, quäl mich den Berg hoch. Mal gucken, was es noch gibt heute. Erst in den nächsten Wochen an, ja, also ja. Kann schon sein, dass ich gar nicht mehr so viel zu fahren habe heute. Kann sein, muss nicht sein, kann sein. Ja, werde mal sehen. Die Kamera nehmen. Ich denke, es wird gleich passieren, was sehr oft passiert hier. Nee, okay. Normalerweise hier auf dem Stück, da kannst du blinken, wie du willst. Irgendeiner schießt von hinten normalerweise. Ja, nee, normalerweise nicht, aber sehr oft schießt er einfach von hinten vorbei. Es kam es auch schon vor, dass ich dann einfach mittig zwischen den zwei Fahrbahnen gefahren bin. Ja, da bin ich dann auch ein Arschloch. So, gucken, wo wir hinfahren. Komm, Roger. Ja.
Sattel um, lade den R938 und der geht dann rüber nach Gernsheim. Das mache ich als nächstes. Der Kollege hier noch rausfahren und dann. Soll ich da hinten drehen? Gerade Beton gebrochen. Ich fahre nicht über die Waage. Haben, da muss ich mal telefonieren, wo die Baustelle ist. Vielleicht steht die auch auf meiner Liste drauf, kann natürlich auch sein. Satteln. Halt die Achse stelle ich gleich um. Achszahl 8, jawohl. 956. Hatte ich auch gesagt, dass wir den diese Woche fahren, aber das. Ich dachte, wir hätten da noch eine Genehmigung, aber die ist wohl erschöpft. Wir beantragen dann immer gleich mehrere Fahrten mit einer Genehmigung. Und diese war wohl nur für einmal hin und einmal zurück. Also ist die neue ist gerade am Laufen quasi. Die Beantragung. Könnte noch ein paar Tage dauern. So. Schläuche dran und dann geht's ab.
Thank you.
So. Also. Kaum steht man zwei Stunden in der Werkstatt. Hat geschneit. So. Also. Licht anmachen. Dann die Fernbedienung. Ja. Ja, jetzt geht's los. Ausrufen. Am Bagger vorne zwei Ventile defekt. Schon ruft die Chefin an. Augenblick. Meine Maut ist gerade rot geworden. Mal warten, bis das hier wieder hochfährt. Fährt es überhaupt noch hoch jetzt? Und Kollege kommt gerade angerollt. So, mal Zündung an. Thomas, ist dein Mautgerät grün? Ja. Okay, meinst du es gerade eben rot war? Da ist schon wahrscheinlich eine Rechnung bezahlt. Ui. Na, ich habe jetzt gerade mal neu gestartet, also scheint jetzt zu gehen. Hoffen wir es. So, jetzt weiter geht's. Attacke. Scheint mal grün. 8 Achsen. Kostenstelle 0. So, also Gernsheim, jetzt haben wir es wie gesagt halb 2 vorbei. Denk so 1,5 Stunden fahre ich raus, dann abladen und dann, ja, heute ist Freitag, da wird nicht mehr viel passieren. Da wird nicht mehr viel passieren, denke ich. Au. Das ist ja auch schon wieder gewesen sein für heute. Das gibt lahme Folgen, ne? Das gibt lahme Folgen. Kann ich lange lenken. Ausfahrt, dann habe ich noch etwa 8 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rauskomme in Richtung Gernsheim, aber doch, oder? Sonst wäre das ja wahrscheinlich gesperrt.
fahre dann direkt Richtung Fähre Gernsheim. Ausstelle ich direkt vor der Fähre quasi. Ach, das. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Das ist ein älterer Herr. Wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig gesehen. Eigentlich fehlt nur noch der Hut. So, rechts ist frei. Links kommt was. Rechts ist immer noch frei. Ich hätte keine Landstraße herfahren, ich hätte können Lambertheim runterfahren, Mannheim Sandhofen raus, Lambertheim rüber, die B47, ist auch alles mittlerweile sehr gut ausgebaut, du hast halt noch die Ortsdurchfahrt Lambertheim. So werde ich jetzt nach Hause rollen. Da links ist der Sportplatz. Da links ist der Sportplatz. Oh, wäre ich doch von der anderen Seite besser. Sorry. Der hier hatte Larry in der Hand. So, und gleich hier vorne muss ich irgendwo wieder gleich links rein. Alter, komm. Mensch, fahr doch. Da steht Bauzaun. Mal hier näher stehen bleiben, muss mal gucken, wo ich hin muss. Da rein, ha? Da rein, so wie es ausschaut, ja. Das Tor ist offen, okay. Jetzt wisst ihr, ob ich da hinten drehen kann, ne? Aber da machen wir gar nicht lang rum. Das Auto vorne dran, das von vorne kommt, lasse ich noch durch und dann fahre ich einfach rückwärts hier rein. Nur die Frage, komme ich da runter? Ist das so weit zurück, dass ich mit dem Bagger, das sehen wir gleich, und den fahre ich halt nochmal raus.
Audi. Und hier drin könnte ich fast drehen, würde ich sagen. Ne? Fragen, vielleicht darf ich ja hier auf dem Radplatz fahren mit der Kette. Wenn nicht, mache ich mir hier die zwei, drei Bauzahnfelder, ziehe ich mir weg, dann fahre ich vor, schieb zurück und dann so rum. Ah, ich muss jetzt erstmal, wobei hier hin ist auch noch Platz. Ich rufe erstmal an, kurz zu Hause und dann melde ich mich leider mal.
habe so das Gefühl, ich muss mich ein bisschen beeilen hier. Kommt schon der nächste gefahren. Also eigentlich für das, dass der Parkplatz gesperrt sein sollte, ja. Stehen mittlerweile so viele Fahrzeuge hier, wenn die vorhin gestanden hätten, hätte ich nicht drehen können. Gucken, drück jetzt wieder raus hier. Viertel vor vier. Ei. Eieieiei. So. Sorry. Aber ich muss. Ich denke, dass hier gleich ein Fußballtraining ist. Okay, der eine Kollege fährt schon wieder hier rechts. Finde ich gut, die Mädels. Wollen die Mädels rausfahren oder fahren die Mädels nicht raus? Weil die sind noch Kinder verladen. Okay. Nicht weit in die Straße rein, aber ich sehe ein bisschen rein, was von hinten kommt. Oh, hat doch schon verloren. Ach komm, schalt. Halt! So. Darf ich jetzt hier rausfahren oder darf ich jetzt nicht hier rausfahren? Ich muss wohl links rumfahren, ne? Gut, dann mache ich das auch. Macht der gerade eine Ampel? Fußgängerampel, ne? Okay. Hier der Weg wäre, glaube ich, wesentlich einfacher gewesen.
Egal. Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Glaube ich, muss man kicken nach rechts. Hier gerade aus Weiterfahrt komme ich Richtung Funkstadt rüber. Und dann Funkstadt wieder auf die Bahn fahren. Ich glaube, das mache ich auch. Ist zwar ein Stückchen weiter, aber. Sorry, mir ist gerade was Blödes eingefallen, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Abend kurz vor 4, habe eben ja noch den 938 hier abgeladen. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich werde gegen 20 vor 6 oder so schätze ich zu Hause sein. Ja, ich denke, es wird eine recht kurze Folge. Bin nicht viel gefahren. Ich kann es nicht ändern, wir nehmen es wie es kommt. Ganz herzlich bedanken, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich bin jetzt so ganz in Bilde hier. So. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like. Wer es noch nicht gemacht hat, vielleicht sogar ein Abo hier lassen. That's good.